Hier stehen wir jetzt ungefähr, wo unser Sofa sein wird. Da können wir jetzt schon mal alle hinsetzen. Dann geht es hier weiter an einem offenen Kamin vorbei. Dann der Leon steht gerade in der Waschküche, hinterm Kamin. Hier kommt dann unser Esstisch. Da wird gefrühstückt und gegessen. Und dahinter kommt die ganz lange Küchenzeile. Hier ist der Außenhof mit dem Wasserbecken. Hier sieht man die Küchenwand. Rechts geht es dann über in Garderobe und Arbeitszimmer. Im Arbeitszimmer können wir dann genau gucken, wer auf dem Sofa sitzt, stimmt's? Ja. Bei unserem neuen Haus ist der Traumhausaspekt mit Sicherheit der, dass die Räume optimiert sind, die Raumabfolgen optimiert sind, dass wirklich alles unserem Leben und unserem Lebensstil angepasst ist. Von der Gestaltung her ist der Traum sicher auch das Verknüpfen zwischen Innen- und Außenraum, was also den erlebten Raum wesentlich größer macht. Wir haben einen starken Bezug zur Natur, zur Außenwelt und können das durch das Hofhaus und durch den Außenhof natürlich optimal jetzt hier durchsetzen. Ein eigenes Reich wird es sein. Und viel Platz und organisierten Stauraum, die Dinge, die eine fünfköpfige Familie anhäuft, die alles aus dem Weg zu haben, einfach eine Klarheit und eine Struktur von Räumen, die wir jetzt einfach nicht haben. Traum vom eigenen Haus. Diese Familie aus Nürnberg will ihn endlich wahrmachen. Alexander Henschel, Gabriele Gräbner und ihre drei Kinder wünschen sich ein Haus nach ihren ganz individuellen Vorstellungen. Ein Traumhaus. Damit das Traumhaus schneller fertig wird, helfen Pina und Leon schon kräftig mit. Es ist Mai und an Weihnachten wollen sie schließlich hier schon in ihren neuen Zimmern spielen. Größtmögliche Offenheit hatten sich die Bauherren gewünscht. Helle, luftige Räume mit interessanten Aus- und Durchblicken. Und vielen Möglichkeiten, den Wohnraum nach außen zu erweitern. Gleichzeitig sollten aber auch genügend Rückzugsmöglichkeiten vorhanden sein, denn das Grundstück grenzt an drei Seiten an öffentliche Wege. Um aus verschiedenen Entwürfen wählen zu können, hatte der Bauherr einen Wettbewerb ausgelobt. Die Netzwerkarchitekten aus Darmstadt konnten mit ihrem Konzept überzeugen. Ein großer Wohnhof bildet das Zentrum des dreiflügeligen Gebäudes, das vollständig von einem Ranggerüst umschlossen ist. Durch zwei weitere kleinere Höfe, einer davon mit Wasserbecken, entstehen zusätzliche geschützte Außenräume. Zu den stark genutzten Wegen hin bietet das Ranggerüst, das in 2 bis 3 Jahren vollständig bewachsen sein wird, Sichtschutz und Abgrenzung. Dennoch ist es lichtdurchlässig genug, um Innenräume und Höfe mit viel Helligkeit zu versorgen. Ein Haus, das offen und geschlossen zugleich ist. Genau so hatten es sich die Bauherren gewünscht. Wir könnten aber eben auch noch mal untersuchen, ob wir nicht auf eine filigranere Konstruktion ausweichen. Aufs Stahlnetz. Ja, also zumindest, ich finde zumindest das mal zu untersuchen, genauso im Beispiel. Konzeption ist eigentlich aus zwei Randbedingungen entstanden. Zum einen der Wunsch, den Alexander in der Auslobung formuliert hatte, dass er sich vorstellen kann, um ein hofähnliches Gebäude herum zu wohnen, also den Typus Hofhaus. Und der zweite Aspekt ist eigentlich die exponierte Lage dieses Grundstücks. Es liegt nämlich genau an dem Stadtrand dieses kleinen Ortes im Übergang zu einem Park. Deswegen haben wir nicht nur einen Hof in das Gebäude eingeschnitten, sondern drei Höfe und diese drei Höfe mit einem Ranggerüst umstellt, sodass diese Höfe den Vermittler zwischen der Öffentlichkeit und der privaten Atmosphäre in dem Gebäude erzeugen. Die signifikanten Merkmale am Entwurf ist zum einen die optimale Konfiguration der Räume, das Ausbilden der drei Flügel,
der maximierte Wohnhof, der uns einfach extrem viel Freiraum bietet oder unter dem wir uns viel Freiraum dann vorstellen. Die gute Auseinandersetzung mit der Grundstücksform, das viele Licht im Bauwerk. Mhm. In allen Punkten ist der Entwurf das Optimum für uns. Im Prinzip ging es dann um Detailfragen. Also da wurde nochmal mit dem Alexander Henschel und der Behle zusammen über den Grundrissen gesessen und haben auch nochmal Raumbereiche etwas anders definiert. Also es gab früher war im Erdgeschoss hier die Küche, die haben wir dann hier herüber genommen und es gab nochmal kleinere Verschiebungen. Und da konnten wir also bestimmte Grundrissvarianten dann optimieren, um dann letztendlich wirklich die Detailwünsche der Bauherren auch übernehmen zu können. Es ist Juni und einiges hat sich getan auf der Baustelle. Alexander Henschel, selbst Bauingenieur, macht einen ersten Rundgang mit den Architekten. An dieser Stelle wird sich später einmal der idyllische Hof mit dem Wasserbecken befinden, selbst wenn man sich das jetzt noch schwer vorstellen kann. Auch der große Wohnhof nimmt langsam Form an. Der Bauherr freut sich jetzt schon auf die Feste, die die Familie hier feiern will. Es kleiner oder gleich sein. Ist die Bierbanklänge das Maßgebende. Ja. Größer groß ist nicht groß genug. Ja. Könnte noch größer sein. Ja. Und passt. Die haben auf einen Millimeter gearbeitet hier. Ja. Nicht schlecht. Aber dann zeige ich euch jetzt noch die Küche. Im Westflügel schließt sich das Arbeitszimmer an den Wohnhof an. Links die kleine Gästetoilette, dahinter der Flur, wo einmal der Treppenaufgang ins Obergeschoss sein wird. Auf eine Unterkellerung wurde aus Kostengründen verzichtet. Ja, 1,5 Zentimeter. Ja, genau. Treppenlauf. Von hier aus geht es zurück in den großen Koch- und Essbereich, der sich nach Süden in den Wohnhof öffnet. Stein wächst das Haus, das mit seinen ungewöhnlichen Formen auch für die Bauarbeiter eine Herausforderung darstellt. Um die Fläche des unregelmäßig geschnittenen Eckgrundstücks optimal zu nutzen, haben die Architekten die Grundrisse den Maßen des Bauplatzes angepasst. So entstand eine außergewöhnliche Geometrie mit schräg zueinander verlaufenden Wänden und vielen spitzen und stumpfen Winkeln. Vor allem die fensterlosen Außenmauern sorgen bei vielen Passanten für Irritationen. Ja, da fragen viele, was das wird. Die einen wollen eine größere Garage, die anderen wollen eine Bahn, die Zeugen Jehovas. Ja, da haben wir viel fragen auch, warum das nicht unterkellert wird. Durch mit den ganzen Ecken und alles, da kann man das nicht so daraus definieren, was das sein wird. Es wird ein Gewächshaus, habe ich zuerst gedacht. Das ist naheliegend hier. Und dann habe ich gedacht, na, also merkwürdig, diese Mauern und so. Ein Wohnhaus ist es doch auch nicht. Ein Bunker wird es auch nicht. Na ja, dann dachte ich, sieht so nach Post aus mit den Gelben. Also jedenfalls, ich kann bis jetzt, habe ich noch keine Vorstellung. Meine Tochter hat schon mal gehofft, es war die Villa Kunderbund. Und Sie? Ich habe keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht wird es ein Pferdestall oder vielleicht ein Aero-Center. Nicht? Liegt an für sich sehr verkehrsgünstig hier. Nicht? Genügend Parkanlagen. Aber für mich unverständlich, dass man sowas in die Landschaft setzen kann. Nicht wahr? Wieder ist ein Monat vergangen. Der erste Stock steht. Heute wird bereits das Flachdach fertiggestellt. Die Bewährungsmatten müssen noch befestigt werden. Dann wird das Ganze mit Beton ausgegossen.
Markus Schwieger und Oliver Witan von den Netzwerkarchitekten sind aus Darmstadt gekommen, um mit Bauleiter Frank Löffler noch einige Details zu besprechen. Er ist täglich auf der Baustelle, koordiniert die Gewerke und sorgt dafür, dass alles reibungslos läuft. Vom Dach des Hauses blickt man auf die Nürnberger Feste. Das Grundstück am Ortsrand vom Stadtteil Kleinreuth grenzt an Felder und an den Marienbergpark. In der beschaulichen, fast dörflich anmutenden Vorstadtidylle mit ihren spitzgiebeligen Häuschen löst die Architektur unseres Traumhauses Verwunderung aus. Gewöhnungsbedürftig. Also mir wäre es ehrlich gesagt zu offen. Also ein Wohnhaus glaube ich eher nett von der Aufteilung her. Sondern? Wahrscheinlich dann ein Büro. Der Baustil ist Geschmackssache. Ich würde mal sagen, von der Landschaft hier in diese Ecke rein passt dieser Baustil auf keinen Fall. Welcher Baustil denn hier nun vorherrscht, wurde uns allerdings auch nach genauerer Betrachtung nicht klar. Abschnitt sind die Raummaße schon deutlich erkennbar, wie hier im Wohnhof oder im zukünftigen Spielzimmer und im Kinderbad. Auffallend die schrägen Wände und spitzen Winkel, die Aus- und Durchblicke, die Ausrichtung sämtlicher Räume zum Wohnhof hin. Architekt Oliver Witan nimmt selbst Maß und bespricht mit dem Bauherrn per Handy noch wichtige Details. Also, dass die Kinder möglichst viel Licht in die Räume bekommen. Auch das prägende Merkmal des Hauses, das Ranggerüst, wird heute noch einer Prüfung unterzogen. Verschiedenste Materialien waren schon im Gespräch. Lärchenholz, Maschendraht, gelaserte Stahltafeln oder Tonkin-Bambus. Die Architekten wollen ausprobieren, wie die leicht unregelmäßigen Stäbe wirken. Tja, was meinst du? Ich bin nicht sicher. Wir haben jetzt hier mal zur Probe solche Tonkin-Stäbe uns bestellt. Sozusagen wie so eine 1:1 Modellaufbau. Mal zu probieren, wie das mit einem solchen Material aussehen würde, das Ranggerüst, wenn man es mit solchen Tonkin-Stäben herstellt. Das ist zum einen so, dass die Alternative ist ja die Lärche, von der wir eigentlich ausgegangen sind. Und die Tonkin-Stäbe, die haben erstmal mehr in sich, symbolisieren die mehr Natur, sind etwas unregelmäßiger und sind vor allen Dingen auch kostengünstiger. Und wir hatten die Vorstellung, dass es eigentlich sehr gut zu dem Ranggerüst passen könnte, mit dem Vegetativen, was dann noch von unten hochwächst, weil man das eigentlich erst im 1:1 im Ausschnitt richtig entscheiden kann. Bauleiter Frank Löffler dokumentiert penibel den Bauprozess. Jeden Tag macht er von bestimmten Positionen aus Fotos. Und so lässt sich trefflich demonstrieren, wie auf einem kleinen Eckgrundstück am Stadtrand der große Traum vom perfekten Haus wahr wird. Doch halt, so weit sind wir ja noch gar nicht. Noch wird nämlich auf der Baustelle emsig gebaggert, gehämmert und geschaufelt. Schaufelt der? Ich mein zu Hause. Acht Mann müssen anpacken, um die riesigen, maßgefertigten Glasscheiben einzusetzen. Ein anstrengender Job für die Glaser, die solche Dimensionen bei Privathäusern nicht gewöhnt sind. Ein kleiner Fehler
und 1500 Euro sind futsch. Doch die Männer sind Profis. Alles sitzt passgenau und nichts geht zu Bruch. My little boat is like a note, bouncing merrily along. It's splashing up a song. The sails are white, the sky is bright. Heading out into the blue with a crew of only two. Das Wasserbecken im kleinen Hof auf der Ostseite wird heute schon seiner ersten Nutzung zugeführt. Während Pina und Leon ihr zukünftiges Planschparadies einweihen, besichtigen Alexander Henschel und Gabriele Gräbner mit Tochter Nora die Baustelle. Und dann ist es soweit. Der erste gemeinsame Gang durch das Obergeschoss, wo die Fenster nun vollzählig eingebaut sind. Durch die Ankleide geht es ins Elternschlafzimmer. Das Fensterband ist exakt so platziert, dass man vom Bett aus bequem in die Landschaft schauen kann. Das Elternbad schließt sich längs der Ankleide direkt ans Schlafzimmer an. Für die Kinder das Wichtigste, ihre Zimmer. Das ist mein Zimmer. Ich habe mir den Ausblick zum Park ausgesucht. Auch Leon präsentiert stolz sein zukünftiges Reich. Und weißt du schon, welche Farbe die Wand kriegt? Was machst du eben? Blau. Und die Möbel, welche Farbe haben die? Blau. Sobald die ganze Schalung eben draußen ist, hat man mehr Freiheit in den Räumen. Und also jetzt der Moment, in dem die Fenster zum Beispiel eingesetzt werden, der begrenzt jetzt zum ersten Mal wirklich auch das Raumvolumen, was sich hier später abzeichnet. Ich muss sagen, es ist super, hier durchzugehen. Für mich ist es ein bisschen anders. Für mich haben sich die Dimensionen immer wieder verschoben. Als erstes so die Bodenplatte drin war, da hatte ich dann irgendwie das Gefühl, ach, es ist ja vielleicht doch viel zu klein. Und dann, wie die Wände hochgezogen wurden, dann kam erstmal so ein Raumgefühl. Und einfach so, wenn man jetzt durchs Fenster rausschaut, jetzt kann ich es mir einfach vorstellen, wie es aussieht. Und ich mir vorstellen, dass man sich dann wohlfühlt. Ein bisschen frech ist es ja schon, an das Ende dieser Symphonie der spitzen Giebel einen solchen Kontrapunkt zu setzen. Doch innovative Architektur muss auch etwas wagen. Nein, dies ist kein Angriff der Klingonen auf Nürnberg-Kleinreuth. Heute wird das Rankgerüst zusammengeschweißt. Diese Stahlkonstruktionen an den Hofecken sollen den Holzlamellen Halt geben. Doch noch weitere seltsame Dinge geschehen auf der Baustelle. Warum spachtelt der Mann das komische blaue Netz an die Mauer? Spaziergänger, Radfahrer und auch wir sind ratlos. Wir haben ja einen einschaligen Wandaufbau, das heißt, wir haben ein 30er Porenbeton-Mauerwerk, wo ein Innenputz aufgetragen wird und dann auch ein Außenputz aufgetragen wird, aber keine Wärmedämmung. Und in den Teilen, also wir haben jetzt hier die Stelle, wo die Deckenplatte auf dem Mauerwerk aufliegt und wir zur Verhinderung von Wärmebrücken eine 6 cm starke Dämmung auftragen. Und hier wird jetzt zur Rissüberbrückung gerade ein Vlies aufgetragen. Das verhindert, dass in der Außenputzoberfläche nachher Risse auftauchen. Auch im Innenbereich geht es zügig voran. Die Fußbodenheizung wird eingebaut. Auf Putz aufgebrachte Heizkörper würden die ungewöhnliche Geometrie der Räume extrem stören. Außerdem ist eine Fußbodenheizung umweltfreundlich und schafft, wie die Architekten finden, ein angenehmeres Raumklima. Wie hier bestimmte Raumwirkungen entstehen, zeigt sich auch an den Kinderzimmern, von denen man direkt in den Wohnhof blickt, obwohl sie auf der Nordseite des Hauses liegen. Der Gang ist nach Süden verglast. Das bedeutet, dass die Kinderzimmer, über die ja eigentlich nordgerichtet sind, zur Straße hin, dass die aber von der Südsonne profitieren können, Licht hereinbekommen. Und damit die Kinder aber trotzdem genügend Privatheit haben, ist es so, das Glas läuft hier oben rein
Und seitlich bekommen, haben wir dann noch genug Platz, um einen Rollo noch innerhalb der Deckenschicht zu verstecken, den man runterziehen kann, der Durchblick sicher ist. Und das heißt, die Kinder können sich dann auch wirklich mal verbarrikadieren oder die werden ja auch älter und haben dann eben genug Privatheit und können aber trotzdem die Sonne reinlassen. Und wieder stehen Entscheidungen für das Ranggerüst an. Heute wird der Begrünungsplan besprochen. Wo sollen immer grüne, wo blühende Kletterpflanzen platziert werden und welche? Ist eine Pflanzenart pro Seite sinnvoll oder ist es eleganter, die Hufecken mit je einem Kletterer zu bestücken? Doch zunächst muss erst einmal das Gerüst selbst fertiggestellt werden. Fünf Wochen später sind große Teile der Holzlamellen angebracht. Und wieder herrscht Aufregung unter den Passanten. Warum nur hat man sich für die scheußliche schwarze Wandfarbe entschieden? Bald wird klar, der dunkle Hintergrund ist einfach weniger empfindlich als eine weiße Wand. Wo Rankpflanzen wachsen, da gibt es auch Schmutz. Außerdem entsteht so ein interessanter Kontrast zwischen der schwarzen Fassade und dem hellen Holz. Der Tonkin-Bambus musste übrigens dem robusteren Lärchenholz weichen. Mittlerweile ist das Dach begrünt, der Eingangsbereich wird gepflastert, das Gerüst kann bald abgebaut werden. Die vier Baumeister sind zufrieden. Zugang in den Hauswirtschaftsraum, da gibt es keine Stufe. Sag mal, da gab es noch die Frage, warum der Türgriff zum Haustechnikraum so tief sitzt. Es ist Oktober geworden und ein Highlight des Entwurfs wird eingeweiht. Die großen Falttore, mit denen der Wohnhof variabel geöffnet oder geschlossen werden kann. Und siehe da, alles ist wirklich so geworden wie im Modell. Die Küche ist fast fertig. Der Wohnhof hat endlich seinen Holzboden erhalten. Und auch das Ranggerüst ist komplett. Heute werden noch der offene Kamin im Wohnbereich und die Küche installiert. 8 Monate sind seit dem Baubeginn vergangen. Viele Detailentscheidungen mussten getroffen, einige kleinere Pannen behoben werden. In circa 4 Wochen kann die Familie endlich einziehen. Wie fühlen sich Bauherren und Architekten? Toll, ist klasse. Stolz. Es ist klasse einfach, es hat rundum gut funktioniert. Voller Vorfreude und ich fühle mich immer schon fast, als wären wir hier eingezogen, wenn ich durchlaufe. Also ich bin glücklich mit dem Haus, die Entscheidungen waren richtig, die Farben sind klasse, der Raum ist klasse. Ich bin absolut glücklich. Wir haben das Ganze ja in Animationen, Modellen überprüft und das ist trotzdem immer was anderes, wenn man dann den echten Raumeindruck hat, eben weil all die Faktoren zusammenkommen, die man gar nicht ausprobieren kann, auch das wirkliche Licht. Man kann in der Animation eine Sonne einstellen, aber wie eine Fläche jetzt wirklich reflektiert oder wie das Licht einfällt in den Raum, das kann man dann am Ende doch nicht prüfen. Was mich überrascht ist, es gibt ja in diesem Haus keinen einzigen großen Raum, sondern die Räume sind eigentlich sind Raumfolgen, die dadurch entstehen, dass das Gebäude in Flügel aufgeteilt ist. Und der zentrale Raum ist eigentlich der Wohnhof, der kein richtiger Wohnraum ist. Die Idee, dieses Bild der Bauernhöfe aufzugreifen, die mit einem Haupthaus und einer Scheune einen Hof bilden, und das in ein Wohnhauskonzept zu überführen, das ist eigentlich das, was mich überrascht hat, dass das doch räumlich eine Großzügigkeit erzeugt, die ich so nicht erwartet hätte. My little boat is like a note, bouncing merrily along, it's splashing up a song. Und dann ist es soweit. Kurz vor Weihnachten nehmen die Kinder das erste Bad in ihrer neuen Wanne mit Parkblick.
on a little paradise. Mama, machst du? Erstmal bin ich super glücklich, dass wir jetzt endlich im neuen Haus sind. Und ansonsten ist es schon ein bisschen ungewohnt mit dem vielen Glas. Wir kommen aus einer Altbauwohnung mit dicken Mauern und auf einmal ist alles so licht und frei. Und man kann überall rausgucken, die anderen natürlich auch überall reingucken. Und es ist schon auch ein bisschen ungewohnt, was es für eine Aufmerksamkeit auf sich zieht, das neue Haus. Also es kommt x-mal am Tag vor, dass jemand klingelt oder hier an der Tür steht und durch die Scheiben reinguckt oder auch auf dem Grundstück rumlaufen und gar nicht so genau wissen, dass sie jetzt auf einem Privatgrund sind. Also das ist schon noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ich denke, wenn erstmal die Fassade richtig bewachsen und begrünt ist und die Leute einfach das länger gesehen haben, dass jetzt hier jemand wohnt und dass alles fertig ist, dann denke ich, hat sich das auch ein bisschen eingespielt. Für mich fühlt sich sehr gut an, also die Transparenz, sozusagen die fehlenden massiven Mauern genieße ich. Es ist genau dieses Draußensein, obwohl es jetzt draußen noch so kalt ist, hat man das Gefühl, man ist eben sehr nah am Außenraum. Der Einblick von außen ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich denke, die Begrünung muss jetzt kommen und die Wiese muss kommen und dann ist es perfekt. Der Traum vom eigenen Haus. Nach nur 9 Monaten Bauzeit ist er für diese Familie wahr geworden. Der Koch- und Essbereich, Lebensmittelpunkt der Familie, ist genau so geworden, wie sie sich das vorgestellt haben. Großzügig, hell, freundlich. Er grenzt an alle 3 Höfe, wird von 3 Seiten mit Licht versorgt. Die großen Glasfronten erweitern den Raum nach außen. Auch der Arbeitsbereich erscheint durch die Öffnung in den 70 Quadratmeter Hof wesentlich größer, als er ist. Das Gleiche gilt für den Wohnbereich, der eigentlich eher klein ist und trotzdem groß wirkt. Reale 25 Quadratmeter werden zu gefühlten 50 mindestens. Auch vom Schlafzimmer der Eltern im Obergeschoss aus öffnet wie im Kinderbad ein Fensterband den Blick nach außen. Die 3 Kinderzimmer haben, wie geplant, durch Glasfronten eine Öffnung zum Flur und damit direkt in den Wohnhof erhalten. Auch hier funktioniert das Prinzip der optischen Vergrößerung. Die spitz zulaufenden Wände des Spielbereichs sind typisch für den polygonalen Grundriss des Hofhauses. Dass die Räume trotzdem nicht asymmetrisch oder verwinkelt wirken, ist eine besondere Leistung der Architekten. Das Haus wird wohl erst in 2 bis 3 Jahren vollständig von seiner grünen Hülle ummantelt sein. Doch schon jetzt ist klar, hier ist ein Beispiel moderner, anspruchsvoller Architektur entstanden. Zehn Jahre später. Das Konzept der Architekten ist aufgegangen. Das Ranggerüst fast vollständig bewachsen. Vom Haus selbst sieht man nur noch die grüne Hülle. Auch im Inneren hat sich einiges verändert.